Wasser, Eis und Schnee, das gab es am Samstag in der Stanz. Bei der Europameisterschaft im weiten Bewerb gaben diesmal die Deutschen den Ton an. Insgesamt an die 400 Zuseher waren dabei, als die Kraftlackeln ihre Eisstöcke lautstark die Eisbahn hinunterfeuerten. Wie schaut deine Zielsetzung aus für diesen Bewerb? Ja, ich möchte natürlich meinen Erfolg vom Jahre 2011 wiederholen, dass ich vielleicht wieder Europameister werde. Meine, das kann man natürlich nicht sagen. Ich habe trainiert und werde mein Bestes versuchen. Aber wie gesagt, jeder Wettbewerb ist anders und man kann nicht vorher sagen, man fährt her und gewinnt, sondern das entscheidet sich alles im Wettbewerb. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Ja, Europameisterschaft hat andere Gesetze. Es sind dort wirklich die 8 Besten der Welt dabei. Die 4 Deutsche, die 3 und 3 Österreicher haben eine sehr gute Leistung gezeigt, aber der Staatsmeisterschaft, also mit einem Titel natürlich ein Traum, aber man muss auch realistisch sein, man muss sagen, und ich muss sagen, wenn ich eine Medaille mache, bin ich auch sehr glücklich, weil eine Medaille bei Europameisterschaft ist immer, glaube ich, eine hervorragende Leistung und ich habe viel trainiert und was rauskommt, kann ich spätestens in 3 Stunden sagen. Die Deutschen gaben an diesem Tag klar den Ton an und der Steirer Philipp Baumgartner verhinderte mit einem Sieg in der U23 den rot-weiß-roten Totalausfall. Bei den Herren fixierte der Weltmeister Peter Rothenmoser mit 127,5 Meter den Sieg. René Genzer aus der Steiermark wurde mit 120,74 Meter Sechster.